Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns ein älteres Video von Ein Holzkopf an. Mega Bock, ich feiere den YouTuber jetzt schon mega hart. Und zwar, warum Winter besser als Sommer ist. Let's go! Ach ja, was ein schöner Tag, nach draußen zu gehen. Na ja, das glaube ich auch mal. Zack, eingefroren. Tja, passiert halt, wenn man sich bei diesen Temperaturen nicht richtig, zum Beispiel mit einem Schal anzieht. Ja, vom Erd auch nur einen Schal an. Hat er eine Hose angehabt gerade? Ich hoffe, das ist eine pinke Hose und nicht nackt. Wenn auch da gut auf Donald Duck machen. Tja, passiert halt, wenn man sich bei diesen Temperaturen nicht richtig, zum Beispiel mit einem Schal anzieht. Jeet. Ja, ach ja, genau. Mein vorletztes Video ging auch darüber, wie heiß es doch sei und wie es so im Sommer ist und jetzt der Winter. Es fängt bald schon wieder an. Winter is coming. Ha, überall hängt Weihnachtsdeko, obwohl Weihnachten noch mehr als einen Monat hin ist. Wisst ihr, was ich jetzt aktuell gucke? Das ist The Witcher. Und ich finde, The Witcher ist sogar fast noch besser als Game of Thrones. It's not gonna lie. Ich weiß nicht, ich fühle The Witcher viel, viel, viel mehr. Viel mehr. Schaut nach draußen und denkt, es sei 23 Uhr, aber eigentlich ist es erst 16 Uhr. Und es fängt schon wieder an, unglaublich kalt zu werden. Nein, 37. Und es ist immer das Gleiche. Im Sommer sagt jeder, oh, es ist so warm. Kann es nicht mal kühler werden? Es ist so heiß, ich will unbedingt den Winter haben. Der ist so viel besser. Das ist einfach alles super. Und hingegen sagt dann wieder im Winter jeder, oh, es ist so kalt. Ja gut, aber es sind immer andere Menschen, die das sagen, ne? Das sind immer dann die Menschen, die den Sommer mögen, sagen, Winter ist kalt. Und die den Winter mögen, sagen, Sommer ist heiß. Ist bei mir jedenfalls immer so. Meine Mutter hat letztens beschwert über wie viel Grad? 18 Grad hat sich, glaube ich, beschwert. Weil sie wohnt auf Hawaii, hat gemeint, 18 Grad, viel zu kalt. Und ich dachte so, was? 18 Grad? Wie, sage ich nur. Die haben so jeden Tag normalerweise immer die 25 Grad jeden Tag. Das ist für die halt 18 Grad und halt, ne, die haben auch keinen Winter und so weiter, auch keinen heißen Sommer. Für die ist immer 25 Grad. Wenn es da immer anders ist, dann denkt so, oh, es ist kalt draußen. Ich friere total. Ich hasse dieses Wetter. Der Sommer ist eh die beste Jahreszeit. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche von diesen beiden Jahreszeiten ist denn nun die bessere? Der Winter und Herbst sind davon ausgeschlossen, weil sie sowieso die besten sind. No. Tja, und ich hasse beide irgendwie. Aber den Winter ein bisschen weniger. Ja. Und was ich so gut am Winter finde, erzähle ich euch jetzt. Ein Grund, wieso viele den Sommer besser finden, ist, dass man im Sommer mehr Tag hat und draußen in der Sonne mehr Aktivitäten machen kann, wie zum Beispiel Eis essen, im Park spazieren gehen, in der Sonne entspannen und so. Ich meine, das kannst du doch alles machen im Winter. Ist ja nicht ganz so nice, aber ja. So weiter. Wo das auch wirklich schön ist und ich diesem Punkt auch eindeutig zustimmen kann, kann man im Winter zu Hause im Warmen seinen Kakao trinken und am PC hocken, vielleicht auch eine Serie schauen oder Spiele spielen, ohne das Gefühl zu haben. Da war Gravity Falls gerade. Oh, Minecraft, sehr gut. Und den PewDiePie-Stuhl hat er hier, perfekt. Ja, man muss sich nicht schlecht fühlen, dass man die Mathe-Hausaufgaben nicht macht, weil es draußen ja eh... Nee, mal, wie war das? Nee. Draußen ist es warm, deswegen kannst du nicht Hausaufgaben machen. Weil es zu warm ist, genau. Im Winter ist es kalt, deswegen kannst du keine Hausaufgaben machen, weil es zu kalt ist. Genau, das ist die Ausrede immer. Serie schauen oder Spiele spielen, ohne das Gefühl zu haben, man würde seine Zeit verschwenden. Ach ja, wie so ein fucking Loser. Oder jetzt halt alle in Corona, die alle immer zu Hause bleiben, egal was ist, weil man sich nicht treffen kann. Das ist übrigens von 2018, ne? Also da war es noch, gab es noch kein Corona. Viele Fans des Sommers finden auch, dass Kälte generell einfach kacke ist. Und ich kann da auch irgendwie zustimmen, weil mein Körper auch einfach schnell anfängt zu zittern. Es ist so kalt. Aber im Gegensatz zum... Neuerdings erfinde ich auch viel, viel schneller Kälte. Aber wahrscheinlich nur, weil ich ewig nicht mehr trainiert habe. Deshalb ist der Frühling die beste Zeit. Nee, ich beschwere mich immer über beides. Deshalb ist Frühling King. Okay. Sommer, raus, wo man nur in der Hitze verbrennt und nichts gegen sie machen kann, kann man im Winter gegen die Kälte einfach warme Klamotten tragen und boom! Dein totales Frieren ist vorbei. Ja, genau. Ich meine, schau dich an, wie glücklich er jetzt ist. Ja, super. Kein Kotzen Eis mehr. Ihn zwar. Zu diesen Klamotten gehören ja auch sowas wie Hoodies und Schals, was ich persönlich halt sogar auch sehr mag. Beides. Obwohl ich Hoodies eigentlich fast das ganze Jahr tragen kann und auch tue, außer halt im super warmen Sommer vielleicht. Und ich in meinen Videos auch schon die ganze Zeit einen Schal trage. Und zum nächsten Punkt, den ich am Winter... Ist das denn Thumbnail? Nee, okay, da kennst du dann nochmal. Da kommt gerade, hey, warum ist er tot? Marc, Weihnachten. Die ganzen Lichter, die ganzen Geschenke,
okay, meine Familie feiert Weihnachten nicht wirklich. Sub to Poots. Damals war noch das mit dem PewDiePie-Ding auch noch ein Ding, ne? Sub to PewDiePie. Aber dann eben der Schnee. Überall nur weißer Boden. Und man kann Schneemänner... okay, der fällt hier mal wieder mäßig aus. Ja. Warum ist das eigentlich alles so sad? Naja, wenigstens kann ich in der Kälte das hier machen. Juhu, schaut mich an, ich bin ein Drache. Aber es gibt noch eine Sache, die ich im Winter sehr angenehm finde. Oder so tun, dass man rauchen so auf cool, wannabe cool. Rauchen ist eh nicht cool, aber immer so... Oh, wie manche vielleicht anhand meines Insektenvideos erfahren haben, finde ich Insekten jetzt nicht ganz so toll. Ich mag sie. Und der Winter bringt einen großen Vorteil mit sich. Außer Fruchtfliegen, die hasse ich. Aber sonst mag ich alles. Denn die Insekten sind weg. Ja, denn... Tja, auf einmal Wiedersehen, Insekten. Ich hoffe, ihr habt einen schmerzhaften Tod. Warte. Manche Mücken gehen einfach in eine Kältestarre und überleben den Winter einfach. Mhm. Oh nein, sie kommen einfach irgendwann wieder zurück. Ja. Aber solange wir vor den Insekten safe sind, kommen wir erstmal zur Endcard. Yo, das ist die Endcard und ich habe wieder ein... Die super interessanten Ergebnisse der Umfrage im letzten Video, was ich hier sonst in den Endcard reinmachen sollte. Bist du Linkshänder? Nö, bin Rechtshänder. Yes. Ich kann nicht schreiben. Ach, das sind immer die. So eine Abstimmung muss immer reinmachen. Aber wenn ich so eine Umfrage machen würde, dann würden alle nur abstimmen für ich kann nicht schreiben. Wirklich alle würden dafür abstimmen, weil sie alle so komplett braindead sind. Nein, Mücken, ja. Die kleinen Fruchtfliegen, die hasse ich ja. Mücken sind aber okay, finde ich. Aber vor allem, was ich bei Mücken am schlimmsten finde, ist, wenn die immer wieder zurück zur Hand fliegen. Ich sitze am PC, bin auf so Machen, ne? Und dann kommt die Fliege, wirft mir eine rechte Hand. Und dann fliegt sie, dann mache ich so, zack, weg und dann fliegt sie wieder drauf. Die ganze Zeit, immer wirklich an die rechte Hand. Warum nicht woanders hin? Wahrscheinlich war die Hand die einzige, die sich nicht bewegt, während ich im PC bin und so mit der Maus ein bisschen wackelt, aber sonst. Trotzdem, nein, fliegt auch mein Kopf oder mein Gesicht oder mein Nacken oder irgendwo anders hin. Aber bitte nicht immer auf die Hand. Das triggert immer auf dieselbe Stelle fliegen. Ah! Aber gut, nice Video. Ich finde alle Punkte. Alle Punkte fühle ich. Lasst ein Like da, checkt das Original-Video ab und ciao, kommt schon bei. Jeden Tag live.